Keiner der vorherigen Residenzkünstler war wohl auch ein Fan von Neb. Oder konnte Neb nicht ausstehen, wie Safi. Ich sollte die lieber auch wegräumen, bevor Amanda hier ist. Amanda ist an der Tür. Hoffentlich ist sie nicht sauer, dass ich ihre Anrufe ignoriert habe. Hey, Max. Hey, Amanda. Willkommen in der Hölle. Oh, Süße. Machst du eine dramatische Goth-Nummer draus? Ganz oder gar nicht, sag ich immer. Sie ist wirklich fort, Amanda. Safi war hier, vor 2 Tagen. Und jetzt? Ich weiß, Max. Ich weiß. Warum würde denn irgendwer so etwas... Ich meine, sie war bloß... Ich weiß zu schätzen, dass du nach mir siehst. Das war nicht nötig. Oh doch, das war es auf jeden Fall. Dich hat 2 Tage lang keiner gesehen. Ich muss aber zugeben, dass es schön ist, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ein freundliches Gesicht? Mit Essen! Grüner Salat und selbstgebackene Focaccia. Verdammt, alles klar. Alter Halloween-Süßkram und Pop-Tarts hätten's auch getan. Aber ganz ehrlich, im Moment habe ich nicht wirklich den größten Appetit. Wirklich? Essen macht mich immer glücklich. Ganz egal, wie es mir geht. Eine Pizza mit Käserand hat mir bisher immer geholfen. Warte nur, bis ich mich besser fühle. Dann zeige ich dir, was mein Mund kann. Wow, Max. Shit! Das war so nicht gemeint. Mein Kopf ist irgendwie... Keine Sorge. Aber ich werde deine Lippen nie wieder mit denselben Augen sehen. Du musst was essen, Max. Nur ein paar Kleinigkeiten, die dich zur Normalität zurückbringen, das brauchst du. Wow. So eine habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich hätte gedacht, Instant-Kameras sind ein Tabu für Profis. Ich mag sie. Hab ich schon immer. Sie sind so greifbar. Durch den Sucher zu gucken und dann das Foto in der Hand zu halten, ist irgendwie echter. Eine weitere Art, dich normal zu fühlen? Mach ein Bild von deiner Freundin Amanda. Mir ist gerade wirklich nicht danach, Amanda. Oh, komm schon. Mich hat noch nie jemand Berühmtes fotografiert. Du hast eine sehr großzügige Definition von berühmt. Bist du nicht deswegen hier? Um dem bescheidenen Caledon Glanz zu verleihen? Ja, sowas in der Art. Das höre ich doch gerne. Ich kann nicht glauben, dass ich das für sie tue. Wie soll ich für Caledons berühmte Residenzkünstlerin posieren? Zeig mir deine alberne Seite. Sehr gut. Wie wäre es mit etwas Stoischem? Supermodel. Geht klar.
Wie wär's mit noch einem? Mit einer anderen Pose. Okay. Warum nicht? Oh. Oh, shit. Sorry, das ist Safis Mom. Gib mir eine Sekunde. Hi, Yasmin. Hi. Hi, Maxine. Es tut mir alles so unendlich leid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Haben Sie schon einmal so einen Verlust erlitten? Nichts, was damit vergleichbar wäre. Nein. Inshallah werden Sie das auch nie. Ich möchte mich gern persönlich mit Ihnen unterhalten. Wenn möglich. Übers Telefon fühlt es sich so. Natürlich. Ich kann heute vorbeikommen. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Sagen Sie Vin Bescheid, wann Sie vorbeikommen wollen. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss zum Campus gehen und mit ihr reden. Ich kann dir nicht genug für deinen Besuch danken, Amanda. Gern geschehen. Diese kleine Sache hat deine Stimmung verbessert. Abgesehen von mir. Komm schon. Ich begleite dich. Yasmins Büro ist im alten Verwaltungsgebäude. Tja, hoffentlich haben diese Scherzbolde die Turtle verschont. Sehen wir uns später? Du weißt, wo du mich findest. Ich gehe lieber zum Verwaltungsgebäude. Yasmin wartet auf mich. Die Frostburg war letzte Woche das Gesprächsthema. Jetzt hat keiner mehr Lust auf Schneeballschlachten. Verdammt! Leck mich doch. Ich frag mich, warum Reggie so angepisst ist. Wow. So Hellraiser. Was da wohl drin ist? Wenn du willst, behalt's ruhig. Und kommst du irgendwie klar? Ich? Kein Plan. Ich kannte Safi nicht wirklich. Ich sollte deswegen nicht so betroffen sein. Ich spüre ein Aber kommen. Naja. Ich bin irgendwie trotzdem betroffen. Jeder auf dem Campus ist das. Du warst letzte Woche nicht beim Seminar. Ich versuche meist nicht persönlich zu nehmen. Du kennst meine letzten Fotos. Alles nur Schrott. Sie waren roh, aber auch sehr ehrlich.
Du bist sehr begabt. Ob es dir passt oder nicht. Meinst du? Shit. Ich war noch nie ein Naturtalent. Sag mal, was hat's damit auf sich? Das ist eine Abraxas-Rätselbox. Im Inneren ist was versteckt, für jene, die sie aufkriegen. Du bist doch Mitglied. Was soll der ganze obskure Quatsch? Sorry. Abraxas-Geheimnis. Ich kann nur sagen, eine wichtige Tugend wird dabei geprüft. Ein Auge fürs Detail. Was auch immer das heißt. Willst du das probieren? Das soll die Statue da drüben sein, oder? Die Statue des Gründers? Ja, glaub schon. Wo ist sein anderer Vogel? Da sollten zwei sein. Hä? Oh, das ist mir nicht mal aufgefallen. Vielleicht soll das Thomas Caledons fehlende Krähe sein. Ist das Wachs drumherum? Hey, hast du ein Feuerzeug? Ja. Warum? Was hast du vor? Pass auf. Wow. Oh, shit. Ein Auge fürs Detail, wie? Und? Eine zweite Prüfung. Natürlich. Oh, nein, nein. Das ist jetzt dein Problem. Ganz sicher? Ja. Bloß weg damit. Okay. Bis später, Reggie. Ich muss noch mit Jasmine reden. Das kann ich nicht ewig herauszögern. Hallo, Herr Therapeut. Wollen wir mit meinem Zeitreisetrauma anfangen oder lieber damit, wie ich meine Freundin tot im Schnee vorfand? Seit Safis Mord steht der ganze Campus still. Das hat alle berührt. Okay. Jasmins Büro ist am Ende des Gangs. Guter Combo Breaker. Ich sollte etwas schreiben, auch wenn mir die richtigen Worte fehlen.
Howdy, Vin. Howdy? Lass mich raten. Sie hat dir eine Nachricht geschrieben. Ich sag ihr immer, dass alle Kommunikation über mich läuft, aber manchmal tut sie, was sie will. Wie kann sie es wagen, ihr Handy ohne deine Erlaubnis zu benutzen? Machst du dich etwa lustig? Kahuna hat einen vollen Kalender wie ein TikTok-Influencer. Sorry. Kahuna? Das ist ja fast schon niedlich. Hör mal. Das mit Safi tut mir wirklich leid. Danke. Mir auch. Wir hatten so unsere Probleme, aber sie war ein toller Mensch und wir werden sie vermissen. Probleme? Worüber würdet ihr beide euch denn streiten? Ich bin ständig zwischen Safi und ihrer Mutter geraten. Kein Wunder, dass sie mich gehasst hat, oder? Zum Glück bist du da. Hier geht's. Naja, das kannst du dir ja vorstellen. Naja, was soll ich da schon machen? Wie bitte? Sie ist von dir besessen. Ich bin ehrlich gesagt etwas eifersüchtig. Denn ich bin der Einzige, der bevorzugt werden soll. Warum überrascht mich das nicht? Sie ist gerade mit jemandem beschäftigt. Es dauert also etwas. Oder falls du Beschäftigung brauchst. Im Postraum ist ein Paket für mich. Du kannst es gerne abholen. Kennt deine Wohltätigkeit denn keine Grenzen? Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Klingt, als bräuchte noch jemand meine Hilfe. Viel Glück. Bis später. Danke für nichts, Caledon, Sicherheitskräfte. Es kommt ein wenig zu spät. Wow, ist das ein Unimagazin oder ein Fanmagazin für Lucas Colmenero? Das muss das Paket sein, um das Vin sich Sorgen gemacht hat. Ich könnte es ihm bringen. Aha. Gwen? Alles okay? Max, ich, also, ich umarme Leute gerne. Du auch? Das kommt auf den Tag an. Heute ist es ein bisschen viel. Sorry. Hoffentlich kannst du dieser schamlosen Verrückten verzeihen. Nein, das ist voll lieb. Ich weiß die Geste echt zu schätzen. Brauchst du irgendwas oder kann ich was für dich tun? Eigentlich dachte ich, ich könnte dir helfen. Klang, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oh, stimmt. Ich kam hier, um ein Buch auszuleihen. Aber sieh an, jemand hat es weggeschlossen. Oh, hey, du bist die Königin der Einbrecher, richtig? Glaubst du, du kriegst das Schloss auf? So sieht die ganze Welt mich also? Als Einbrecherin? Ein schlechter Ruf ist keine Schande. Boom. Ein Hoch auf den schlechten Ruf.
Teure Vitrine, billiges Schloss. Sieht man gerne. Dafür brauche ich nur irgendein dünnes und gebogenes Objekt. Glaubst du, das schaffst du? Aber klar doch. Ich brauche nur das richtige Werk. Ich frag ungern, aber gibt's was zum Ab... Der Stift hat die richtige Dicke für Gwens Schloss. Aber er müsste gebogen sein. Kamine sind super, aber nicht so super wie moderne Heizungen. Heute sind wohl alle zu literarisch für Jugendromane. Feiglinge. Der Frau selbst bin ich nie begegnet, aber ihre Büste ist wie eine alte Bekannte. Hier, bitte. Brauchst nicht mehr gehen. Oh mein Gott. Sind wir jetzt etwa Freunde? Alles gut. Beruhig dich mal. Ich war nur in großzügiger Stimmung. Okay. Was bekommst du? Was ich bekomme? Ja. Nichts ist umsonst. Zumindest nicht, wenn du schlau bist. Also, was bekommst du? Im Moment nichts, aber ich hab was bei dir gut. Ein Gefallen, den ich bei Bedarf einlöse. Du verhandelst ziemlich hart, Caulfield. Aber mir gefällt's. Welch eine Überraschung. Wind führt immer was im Schilde. Ich muss ihn im Auge behalten. Jasmin hat die Ausgabe mit sich selbst auf dem Cover in ihrem Wartezimmer. Richtig cool. Dünn und gebogen. Der könnte sogar perfekt sein. Schön stillhalten, das könnt jetzt ein wenig kneifen. Scheiße! Du hast's geschafft! Du bist meine Rettung! Das hätte ich vermutlich selbst hinkriegen sollen. Aber hey, was will man machen? Wir sind gerade alle durcheinander. Ich hoffe, das war die Mühe wert. Was für ein Buch ist es? Ein alter Kriminalroman. Das Debüt des Autors. Das kommt etwas unerwartet, ich weiß. Hat Safi dir je von dem Buch erzählt, an dem sie saß? Sie war sehr glücklich über etwas. Aber sie hat nicht gesagt, was es war. Typisch Safi. Gott, dieses Mädchen und seine verfluchten Geheimnisse. Danke nochmal für deine Hilfe. Und lass von dir hören, ja? Meine Tür steht dir immer offen. Danke. Gleichfalls. Hey Max,
Moses, ich... Jasmin wartet auf dich. Was will Jasmin eigentlich? Warum bist du... Hat das Zeit? Ich bin... total durch. Ich brauch... einen Moment. Ja, na klar. Triff mich im BK-Café. Hol dir einen Kakao und ich komme so schnell ich kann. Kann ich machen.